Okay. Also pass auf, Bruno, es ist ganz einfach, dass ich immer wieder sage, dein Intellekt zwingt dich so kompliziert zu denken. Und man hat immer wieder das große Problem mit der Identifikation, mit dem Gedanken, der man zu sein glaubt. Man versucht sich zum Beispiel in der Esoterik in die Stille zu meditieren. Man versucht einen Zustand zu erreichen, den du als beobachtender Geist eigentlich gar nicht erreichen kannst, weil du das selbst bist. Der Geist, der seine Informationen, seine Gedankenwellen anschaut, ist selber absolut still. Ich könnte es einmal mit einer kleinen Geschichte beginnen. Hier von dem weißen Kind. In Ich bin du habe ich eine kleine Geschichte, da heißt es hier, der Sohn fragt den Baba, Baba, sind die Väter immer gescheiter, du kennst die Geschichte, immer gescheiter wie die Söhne? Und dann sagt der Papa ja. Und dann fragt der Sohn, wer hat eigentlich die Glühbirne erfunden? Und dann sagt der Papa Thomas Alva Edison. Und dann fragt der Sohn, warum hat er nicht Thomas Alva Edisons Papa die Glühbirne erfunden? Und da steckt sehr, sehr viel Weisheit dahinter. Vor allem, man muss durchschauen, diese Chronologie. Weißt du, das ist wie die Frage, wenn ich dich jetzt frage, warum ist der stille Ozean still? Da hast du mich schon überfragt. Das sind immer wieder, da können wir jetzt sagen, das ist eine dumme Frage. Oder das tote Meer, warum ist das tote Meer tot? Wenn ich jetzt tot normal nehme als nicht da, weil der, der immer da ist, der sagt nichts. Das ist die Stille. Die Stille ist El Hayom. Und der ist dann so viele, aber sobald er tot ist, sobald er so viele ist, fängt er an, dieses OTT Gedankenwellen aufzuschmeißen. Das heißt eigentlich, das Tote ist das Lebendige. Das Tod, T-O-T, ist letztendlich Leben, ist eine auseinandergeschmissene polare Existenz in einem ständigen Wechsel. Darum sind es so viele. Aber der, der das erlebt, ist absolut still, während er tot ist, während er so viele ist. Das ist der Geist, der mir jetzt zuhört. Es ist nur wieder ungewohnt zu denken. Du musst es auf dich wirken lassen. Wie gesagt, du erlebst ja nur symbolische Bilder, auch wenn die dir real erscheinen. Ich habe hier zum Beispiel erklärt, dass es also in dir selber keinen Raum gibt. Deine Informationen sind Formen in dir und die lateinische Vorsilbe in heißt ja natürlich auch eine Verneinung, habe ich so oft erwähnt. Das heißt, die Formen in dir haben eigentlich gar keine Form. Die bekommen erst eine Form, die werden zur Form. Die Geburt einer aufgespannten Berechnung, wenn du anfängst, die dir um dich herum vorzustellen, dir auszudenken, um dich herumzustellen. Aber da haben wir immer das Prinzip der Gedankenwellen. Ich habe in dem letzten Selbstgespräch darauf hingewiesen, dass du zwangsläufig, wenn du jetzt Objekte siehst, dass die Objekte immer in der Regel jetzt in deiner Logik dreidimensional sind, wenn du dir was vorstellst. Und jetzt sage ich, wenn du eine VR-Brille aufhast, dann hast du ja außerhalb, halb außen vor dir, es muss ja in deinem Gehirn drin sein, Gehirn ist Mech, eine gestaltgewordene Kollektion, wenn wir das so sehen. Siehst du dieses dreidimensionale Objekt vor dir? Aber ich müsste eigentlich sagen, vor dir, weil du ja schon wieder voraussetzt, dass zuerst einmal denkst du dich ja selber aus. Du bist natürlich jetzt, du meine ich jetzt als Körper, du bist natürlich erst dann da oder dein blauer Kopf ist erst dann da, wenn du dir den denkst. Aber das ist jetzt der Punkt, den du setzt. Und in einer gewissen Entfernung von dir ist dann irgendein ein anderer Mensch, ein anderer Trockennasen auf dem Kopf. Das ist ein dreidimensionales Objekt. Und dieses dreidimensionale Objekt ist natürlich in der VR-Brille, ist es ja gar nicht vor dir. Es ist in dir drin. Es ist eine perfekte Illusion. Und ich kann immer wieder nur sagen, wenn du jetzt normal raumzeitlich gesprochen mal eine ganz perfekte VR-Brille aufsetzt, die ersten Ansätze hast du mit der Sony VR zum Beispiel. Ja, ich Die ist bin ja noch nicht dazu von gekommen der Auflösung noch nicht so, aber es ist durchaus schon machbar in HD-Qualität, dass du wirklich meinst, mit der VR-Brille, wenn du ein bisschen schaust, bist du so begeistert, dass du komplett vergisst, dass du eine VR-Brille aufhast. Es ist wirklich, ich könnte jetzt sagen, wie wenn du aus deinen Augen rausschaust. Obwohl die Augen eigentlich jetzt hier diese Doppelschicht haben, diese Augen und dann nochmal eine, zwei Flächen davor. Und vor allem läuft es extrem synchron, wenn du den Kopf bewegst, nach oben und nach unten schaust, ist also da das Synchron mitläuft. Das darfst du nicht mit einem 3D-Kino verwechseln.
Beim 3D-Kino hast du das große Problem, dass deine Kopf, du hast zwar ein, wenn es ein sehr gutes 3D-Kino ist, ein Original-IMAX-Film, gibt sehr gute Filme, hast du relative illusionäre 3D-Welt, Gegenstände vor dir. Das ist jetzt bei der neuen, seit es das IMAX nicht mehr gibt, seit die keine IMAX-Filme mehr machen, ist es nicht mehr so krass. Weil die normalen 3D-Filme, die jetzt produziert werden, ich rede mal raumzeitlichen Schnickschnack, die sind ausgelegt ganz speziell auf normale Kinos und nicht auf diese Monster-Bildschirme, also Leinwände in die IMAX-Kinos. Aber wenn du jetzt hier, ich kann immer so ein Beispiel machen, Flight to the Moon, das ist eine Original-IMAX-Produktion, das ist so krass, wenn du einen guten IMAX im Kino zum Beispiel, das ist ja das Größte, jetzt alles ausgedacht, ich spreche jetzt Worte, muss immer daran erinnern, das muss in die installiert sein, dass das, was du jetzt hörst, nur eine Lautsprecherstimme ist und das Vorstellungen macht, was du durchaus materialisieren kannst. Also das IMAX-Kino in Nürnberg ist das größte IMAX Europas. Die Leinwand hat die Größe eines siebenstöckigen Hochhauses. Und du sitzt praktisch unmittelbar davor, das ist ja, die Sitz ist ja so, und dann hast du hier ein relativ großes Gesichtsfeld. Und wenn du da Flight to the Moon, wenn das einmal wieder irgendwo laufen sollte, das Original-IMAX-Produktion, das ist eine Mischung eigentlich auch mit Zeichentrick, darum geht es eigentlich gar nicht, also Computer animiert. Und da fliegen dann so Fliegen, wie in einem Zeichentrickfilm von Disney. Und dann fliegt da so eine Fliege vor dich hin. Und die hat einen Raumanzug an mit einer Glaskugel drauf, Flight to the Moon, weil die sich reinschmuggeln in die Mondrakete. Und der ist dann quizmäßig, wenn du da sitzt, ist der ungefähr einen halben Meter vor dir, 80 Zentimeter groß. Und ich garantiere dir, das ist nicht, dass das eine 3D-Illusion ist, das ist so, das Ding ist so materialisiert, 80 oder einen Meter vor deinen Augen, jetzt normal gesprochen. Das ist wie wenn du ein Steiftier in einem guten Spielzeugladen, ein großes Steiftier anschaust, wo hier eine kleine Tasche dranhängt mit Lederfransen, dann so ein Aquariumglas als Kugel über dem Fliegenkopf drüber, als wenn das eine Meter vor dir das Glas wäre. Das ist vollkommen materialisiert. Es ist eine perfekte Illusion. Aber die Schwierigkeit ist hier bei Filmsachen, wenn du dich bewegst in dem IMAX, du hast halt ein 3D-Bild starr vor dir stehen. Sobald du Das den geht nicht. Kopf drehst, kippst du halt aus dieser Leinwand raus, damit zerstörst du den 3D-Effekt und da sitzt halt einer neben dir. Und sobald dieselbe Auflösung in der VR-Brille da ist und du drehst den Kopf, dreht sich natürlich der Raum, du bleibst um dich rum 360 Grad in dem Raum, auch wenn du nach oben, nach unten schaust. Das macht so viel aus, dass wir zuerst mal wieder unterscheiden müssen, ist das Bild real, rein die Vorstellung eines statischen Bildes, wenn du sitzt, oder passiert es auch, dass deine Kopfbewegungen dann die Bilder verändern und nur nicht, sobald du ein bisschen einen Blickwinkel über die Leinwand rausgehst, dieser 3D-Effekt abreißt. Das ist alles jetzt technisch erklärbar. Mir geht es immer wieder darum, es ist auch das Computerprogramm technisch erklärbar. Wenn man 3D-Filme am Computer macht, die sind ja wesentlich interessanter wie jetzt Original, wo man immer noch normal ausgedacht uns in die Vergangenheit mit zwei Kameras aufnehmen muss. Darum sind die 3D-Effekte in Zeichentrickfilmen wesentlich besser wie in Realfilmen. Jetzt immer vorausgehen, wir nehmen das ja eine Welt da außen mit zwei Kameras auf. Das ist immer noch aufbauend auf dem materialistischen Glauben. Es ist sehr, sehr trügerisch, ist immer das Making-of. Da aber mittlerweile in den meisten Filmen der ganze Hintergrund, die ganzen Menschenmassen eh computergeneriert sind. Krieg, wenn du Krieg der Sterne oder mach mal hier Den Tom Hanks hast du oft angesprochen. das ist eine ältere Sache mit dem Tom Hanks, aber Mensch, mir fällt jetzt der Name nicht ein. Bin ich denn total verrückt? Fällt mir jetzt nicht ein, ist total weg. Siehst du, jetzt habe ich wieder eine Situation, das habe ich auch schon mal angesprochen. Ich habe jetzt den kompletten Film in mir, ich habe jeden Dialog in mir, mir fällt bloß der Name nicht ein. Wollte auch, wo ich Tom Hanks gesagt habe, ist mir auch der Film im Kopf, aber ich kenne den Namen nicht Ich jetzt merke da. immer, dass ich vergesslicher war, ohne vergesslicher zu werden. Pass auf, das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Wenn du eine gewisse Reife hast, hast du den Eindruck, immer vergesslicher zu werden, ohne vergesslicher zu werden. Ich könnte jetzt, ob das jetzt Lieder sind, ich habe das schon mal kurz angesprochen. Pass auf, ich will dir jetzt einen Film mitteilen, wo man das ganz, wo ganz toll computeranimiert ist alles. Ich habe die drei Teile. Herrgott, wie hast du das in Neuseeland gedreht, angeblich hier und jetzt ausgedacht? Fällt der Name nicht ein.
Mit Gollum. Sag mal's. Nicht der Hobbit. Der Herr der Ringe. Herr der Ringe. Nico, war das jetzt eine schwere Geburt? Das ist so eine Sache, jetzt können wir sagen, ist der vergesslich. Komischerweise, für mich ist dieser Gedanke an den Film ist ein einziges Chat gewesen. Ich könnte jetzt den Dialog in den Gollum so hinnehmen, könnte ich dir aus dem Kopf jeden einzelnen Satz, wo der Gollum sagt, könnte ich dir sagen. Ich habe wirklich jede Szene im Kopf. Das Einzige, was mir nicht eingefallen ist, ist der Name des Films. Und jetzt kommt in dem Moment, wo ich dir das mitteilen will, um dich zu fragen, ob du den Film kennst, den kennst du selbstverständlich, muss ich den Namen, das heißt die Adresse, sagen. Jetzt ist die Schwierigkeit, warum fällt mir die Adresse nicht ein? Wenn ich jetzt den Doppelschritt mache und mich selber beobachte, das ist ganz, ganz wichtig. Jeder Moment, der in dir auftaucht, soll dir was sagen. Darum habe ich jetzt hier das dir eingespielt. Immer wohlgemerkt, ich rede nur mit dem Geist, der mir zuhört. Ich unterhalte mich jetzt nicht mit dem Bruno. Bruno ist ein Pixelmännchen, ist ein Gedanke in deinem Kopf. Das ist, wenn du jetzt glaubst, der Bruno zu sein, hast du eine ganz andere Empfindung, eine ganz andere Auslegung, ein ganz anderes Hintergrundwissen, wenn du mir zuhörst, wie wenn du jetzt meinetwegen irgendwie anders zu sein glaubst. Einer, der jetzt das Video zum Beispiel zufällig anklickt, der wird überhaupt nichts mitkriegen, wenn ich anfange, Wörter aufzufächern, wenn er nicht Holofeeling studiert hat. Aber worum es mir jetzt geht mit der Vergessenheit, werde ich jetzt vergesslich, bin ich jetzt vergesslich, obwohl ich doch jede Szene in einem gewissen Maß im Chat ansteuern kann, das ist ungefähr so, wie wenn ich jetzt so sage, du denkst an deine Wohnung oder an deine Geburtsstadt, wenn du da noch lebst, aufgewachsen bist. Da kannst du sagen, kennst du die Stadt, sagst du ja, zumindest einmal das Grobe. Und dann ist in deiner Wohnung, könnte ich jetzt sagen, du weißt ziemlich, was in jeder Schublade drin ist, in der Küche, wo das Salz steht, wo deine Unterhosen sind. Könnte jetzt da ganze Haufen Sachen aufzählen. Sobald du an die Wohnung denkst, ist es ja alles gleichzeitig da. Genauso ist es bei mir jetzt mit dem Film. Ich denke an den Film und speziell habe ich jetzt gedacht, dass hier die große Masse, die ganzen Landschaften, die Heere, die aufmarschieren, dass das alles computergeneriert ist. Dann kann man das auch sehr, sehr gut 3D machen. Besser, wie wenn man die ersten hier und jetzt ausgedachten Aufnahmen, was man uns jetzt bewusst in die Vergangenheit denken, noch mit einer Stereokamera aufgenommen hat. Aber mir fällt der Titel nicht ein. Für was ist der Titel eigentlich wichtig? Brauche ich den Titel, wenn ich den Film kenne? Den Titel brauche ich doch nur, wenn ich einen anderen, den ich mir ausdenke, fragen will, ob er den Film kennt. Aber haben wir nicht tausendmal besprochen, dass es keinen Sinn macht, an Gedanken von dir was zu fragen? Der kann sowieso nichts verstehen. Was ist jetzt ungefähr so, ob ich mir jetzt den Osterhasen denke? Angenommen, ich bin jetzt der Udo. Du kannst deinen Namen einsetzen. Und ich sage jetzt, du denkst jetzt den Osterhasen und du denkst dir den Bruno oder den Udo aus. Da haben wir doch festgestellt, dass diese Figuren, die wir uns jetzt ausdenken, das ist einmal ein Gedanke von uns sind. Die berühmte Kiste. Und jetzt frage ich den Osterhasen, kennst du den Film? Da werde ich nicht drauf kommen. Sobald ich aber an den Bruno denke, da denke ich mir dann, den kannst du ja fragen, ob er den Film kennt. Also setzt es schon mal voraus, dass ich mir denke, der Osterhase ist eine Fantasiefigur, den werde ich nie fragen, weil der ja sowieso nur das weiß. Das ist wie die Kiste, was ich mir denke, was drin ist. Sobald ich mir über einen Menschen denke, ich immer davon aus, dass der was wüsste. Aber da müsste ich mir jetzt erst ein bisschen reindenken. Also denke ich mir jetzt einen Bruno, den ich jetzt ein gewisses Wissen zuspreche, das aber anders Wissen ist, wie das Wissen, das ich dem Menschen zuspreche, der ich zu sein glaube. Und dann kann ich fragen, kennst du den Film? Wenn ich jetzt aber permanent diese Figuren in meinem Traum habe und ich will jetzt die Frage stellen, kennst du den Film und mir fällt der Name nicht ein, dann soll mir das doch selber was sagen. Nämlich verdammt nochmal, es macht doch keinen Sinn, einen Gedanken von dir zu fragen, ob er was kennt. Ein Gedanke von dir wird immer bloß das kennen, was du denkst, dass er kennt. Das heißt, es wäre mir jetzt ein leichtes, mir an Bruno zu denken, der die ganzen Offenbarungen von hinten bis vorne auswendig kann und dann kann der Bruno das. Ich jetzt als UB. Aber das ist dann wieder die große Schwierigkeit, dass ich dir dann die Freiheit nehme, das selbst zu erforschen. Ich weiß, das klingt im ersten Moment ein wenig komisch, aber du weißt es ja schon alles. Das beginnt immer wieder, weil du ich bist. Wie oft habe ich gesagt, ich bin das, was du sein wirst, wenn du dieses Leben durch hast und erkannt hast, dass du hundertprozentig sicher nicht nur das bist, was du ein Leben lang zu sein geglaubt hast, sondern dass du auch alles andere bist, was du dir ausdenkst. Das bedeutet Holofeeling. Und genau genommen aber nichts davon.
Weil alles, was du dir ausdenkst, vergängliche Erscheinungen sind und du bist keine vergängliche Erscheinung. Das ist jetzt wieder so ein Satz, wenn du dem verstanden hast, dass du alles verstanden. Ich höre mir nochmal an. Das sind immer die einfachen Sätze. Bruno, das ist dieses ganze Wiederholen, das, was ich sage, das sich langsam setzen wird, dass du zuerst einmal, und jetzt meine ich ganz gezielt den Geist, dass du was bist, was nicht in Erscheinung treten kann, dann haben wir den Trick, dass ich sage, denkst dich jetzt einmal bewusst als träumenden Geist, dann wird dir bewusst, dass du dir nicht raussuchen kannst, was du träumst. Dann kannst du dir die Frage stellen, was ist die Ursache, dass ich das träume, was ich träume, dass in mir in gewissem Maß ein Film abläuft. Dann wirst du, mein Sprung zu dem Einfallspinsel, träumender Geist ist gleich Einfallspinsel, wirst du zu dem Maler kommen, der eigentlich letztendlich nur der Intellekt ist, den du zum Denken benutzt, den du aber unheimlich erweitern kannst durch Neugier. Das ist diese Internetmetapher. Da passiert natürlich das Eigenartige, dass du als normaler Mensch auf viele Sachen neugierig bist, aber bloß auf Sachen neugierig bist, die mit einer Logik fassbar sind. Das ist dein Charakter, bestimmt sehr, sehr wohl, welche Bereiche du an Wissen erweiterst innerhalb deines Lebens. Nur durch Interesse, wenn du dich zum Beispiel nicht für Astrologie interessierst und von vornherein sagst, das ist irgendein Scheiß, wobei ich da immer nur dazu sagen kann, dass das in einem gewissen Maß dann auch so ist. Scheiß meine ich jetzt nicht negativ, sondern schlichtweg ein Exkrement. Astrologie ist extrem stark verbunden mit der Astronomie, weil die baut auf diesen heliozentrischen Weltvorstellungen auf. Das habe ich so oft erwähnt, ob du jetzt ein Planetarium laufen lässt mit einem Ephederidenrechner oder mit einer anderen Darstellung Astrologieprogramm laufen lässt. Was viel wichtiger ist, dass ich dir jetzt ganz kurz einmal erklären werde, wir haben so oft unsere Sache mit dem Tetraeder angesprochen, der sich um sich herum unsere Quintessenz im Zentrum von dem Tetraeder. Okay? Da haben wir die vier Seiten, das ist eine 1-4er-Struktur. Diese 1-4er-Struktur wird sehr, sehr vielfältig dargestellt, wenn wir in die Tiefe der Matrix gehen. Du willst doch mal jetzt als junger Bursch was Neues hören, nicht immer bloß dieselben Sätze. Also machen wir mal was Neues. Wir haben zuerst einmal zwei elementare Zahlenwerte. Das ist dieses El Hayom, Jahwe El Hayom, kommt sehr oft vor in der Bibel. Okay? Bei den Jahwe El Hayom sieht es also folgendermaßen aus, dass ich zuerst einmal darauf hinweise, dass wir jetzt den Gesamtwert sehen. Das ist ja beim El Hayom die 86, das ist auch UP. Und bei den Jahwe haben wir die 26. Und da musst du jetzt also hier ein bisschen, ich versuche jetzt das einmal radebrechend sehr, sehr viel reinzupacken. Das erste, was interessant ist, wenn du hier die 86 nimmst und wir machen jetzt einmal eine Quersumme davon, dann haben wir 6 und 8 ist 14, dann kriegst du die 1-4er-Struktur. Da steckt schon der Tetraederspiegel drin und die 1-4 wieder verbunden, kommst in die 5 in die Quintessenz. Und der Dampf, ja. Okay, dann sind wir jetzt in der Quintessenz. Wenn wir das runter machen, das heißt, die 86 ist in ihrer 1-4er-Struktur. Das nochmal verbunden gibt den 5. in der Mitte, der sich die 1-4er-Struktur um sich herum ausdenkt. Das ist die 1, die ausgedachte 1 in der Mitte, die 1-4er-Struktur. Das heißt jetzt hier, du hast eine göttliche Öffnung, das ist ja das J. 86 ist 14 und J ist ja die Hand. Jetzt hast du schon die Quintessenz und A, N, D, haben wir ja, wissen wir, hebräisch geschrieben, Aleph als Imperfekt gelesen, heißt, ich werde auf- und abschwingen. Du hast deine Quintessenz und etwas, was auf- und abschwingt. Das führt dich zu dem Wort J, ist ja der einzelne Buchstabe J steht ja für die 10, HWH ist 5 und 5. Jetzt sind wir in der blauen 5, das sind zwei 5en, HWH, plus 5, minus 5, okay? Das ist in der 26 schon drin, wenn wir das einzeln hinschreiben. Die 26 wiederum, wenn du jetzt zusammensetzt, kriegst du ja die 8. Wir können aber auch zwei Sechsen lesen. Zwei Sechsen. Ich habe das Spiel schon gemacht, weil die zwei Fünfen, die zwei Wahrnehmungen, sind ja zwei aufgespannte Sachen. Spring, wir ändern nur die Perspektiven. Jetzt ist natürlich interessant, wenn du das J nimmst beim Zählen. Ich habe schon mal darauf hingewiesen, dass 0 kommt in der klassischen quantitativen Denkweise ja nicht vor. Wenn ich jetzt 10 Gegenstände vor dich hinlege, dann benennst du die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es ist aber genau genommen, ist diese 10 ist eigentlich bloß die 1, 0.
interessant ist, wenn wir jetzt das Spiegelbild machen wollen. Schau, wenn ich jetzt zum Beispiel zähle, was du die 5 nicht in die Mitte bringe, wenn ich immer sage, die 5 ist die Quintessenz. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt habe ich aber nur mal 6, 7, 8, 9, 10. Und das haut nicht hin, wenn ich eine Spiegelung will. Die 2 Fünfen in der Mitte werden nämlich zur 10 und das ist die 1, 0. Dann hast du hüben 4 und drüben 4. Siehst du das? Das siehst du dann übrigens in der J-Im, wenn wir nämlich die J-Im machen. Das J, 1, 4 zusammengezählt, gibt die 5. Und jetzt haben wir hin die Im-Endung, weil wir die 2 Hände brauchen. Die 2 Fünfen sind 1. 10 ist 2, 2 rote 5. Ich weiß, das klingt jetzt sehr irre, da müssen wir jetzt eine Zeichnung machen, um dir auf die Sprünge zu helfen. Ich mache es einmal einfacher, wir gehen einmal einen Schritt weiter runter. Wenn ich die normale Ziffer 3 nehme, die kannst du jetzt vorstellen, wenn ich die hinschreibe. Okay, das ist eine Ecke, sind 3. Und ich spiegel die 3 dazu, kriegst die 8. Das ist dasselbe Prinzip. Dann hast du eine 3, hüben 3 und drüben 3. Jetzt gehört aber zu dem Tetraeder die rote 4, wo ich sage, wo das abschließt. Und die rote 4 ist ja geschlossen. Die zwei roten Vieren in der Mitte sind eigentlich 1 und das ist die 8. Mhm. Ja, du musst krass, das hier nach außen stellen. Die 8, die das umhüllt, die 8 ist das umhüllt, hast du die 2, 3. Wobei die 2, 3, wenn ich jetzt die nehme, in der 8, wenn wir da einen Mittelstrich durchziehen, hast du These, Antithese und die 3 als Ganzes. These und Antithese ist die Synthese. These, Antithese. Okay, und These, Antithese ist ja Synthese. Das sind jetzt 3. Auf der anderen Seite haben wir auch These, Antithese, Synthese sind hüben auch 3. Und das Ganze gibt jetzt umfasst die 8, ist ein Chat. Kannst du es dir verbindlich vorstellen? Geil. Einfach geil, ja. Das ist, du kannst jetzt sehr, sehr weit gehen. Und jetzt kommen wir mal zu den Tetraederspiegeln, wo ich jetzt erst einmal sag in der Hälfte, wir haben einen, wenn wir 4 Spiegel drumherum und das haben wir oft gehabt, wenn man sich's vorstellen kann. Und du bist das Licht in der Mitte und du schaust um dich rum, siehst du viele Lichter. Und wenn wir jetzt als Gerüst uns diese 4 Spiegel, den Tetraeder anschauen, sitzt jedes dieser Lichter in einem eigenen Tetraeder. Okay, jetzt kommt das große Problem, das ich so oft gesagt habe, mit der dreidimensionalen Vorstellung. Wir haben ja es gibt keine 3 Dimensionen. Sondern die Schwierigkeit ist, wenn wir ein normales XY und Achsenkreuz nehmen. Dann kann ich mit 2 Ziffern den Punkt auf einer Fläche angeben. X-Achse, Y-Achse. Was die große Schwierigkeit ist, dass diese XY-Achse, dass man jetzt meint, man definiert einen Punkt, der hängt aber total in der Luft, weil wo ist der Nullpunkt, weil ich brauche zu dieser XY-Achse, die ich mir ausdenke. Die ist ja auf einem Papier, meinetwegen geschrieben, das unendlich groß ist. Und wenn ich jetzt auf einem unendlich großen Papier diesen Nullpunkt verschiebe, wo ist der Nullpunkt? Der ist dann überall. Das mit den Monaden, das geht, oder? Pass auf, der Trick ist ganz einfach, dass wir hier jetzt anfangen, eine Sphäre zu bilden. Eine Sphäre ist eine Kugeloberfläche. Eine Kugeloberfläche, was du jetzt gerade gesagt hast, in einer Kugeloberfläche ist jeder Punkt der Mittelpunkt von der Kugeloberfläche. Habe ich zigfach erklärt, mit dem Luftballon, wo wir Punkte drauf malen. Erkläre ich jetzt nicht nochmal, ist in einigen Selbstgesprächen schon erklärt. Wenn ich den aufblas und ich schaue auf einen Punkt, auf einen Punkt, den ich auf dem Luftballon aufmache, das sind einfach Punkte auf einem Luftballon, wenn ich den aufblase und ich schaue, egal auf welchen Punkt ich schaue, wird der Punkt größer werden und sich natürlich von dem Mittelpunkt dieser Kugel entfernen. Und alle Punkte drumherum strömen gleichmäßig von dem Punkt weg. Und das gilt für jeden Punkt, den ich mir denke, wenn ich die Luft rauslasse. Den Raum rauslasse, wird jeder Punkt kleiner, alle Punkte, das ist unser Standwerfer wieder, merkst du das? Fliegen rein und wenn der Raum ganz weg ist, fallen alle Punkte in den wirklichen Mittelpunkt der Kugel zusammen. Was wir jetzt das Problem haben, die Vorstellung, die du hast, ist jetzt, weil dein Geist nur mit dreidimensionalen Vorstellungen arbeitet, was in der VR-Brille ja komplett wegfällt, ist es Schöne, dass wir jetzt unser XY-Achsenkreuz genau definieren, wenn wir nicht sagen, wir haben einen Nullpunkt und im Hintergrund haben wir nochmal eine Fläche, sondern wir müssen den Nullpunkt finden, wo wirklich die absolute Mitte ist. Und das ist die Mitte der Kugel. Und jetzt habe ich gesagt, wenn du zum Beispiel Astrologie betreibst, übrigens auch in der Astronomie. In der Astronomie kannst du mit dem Computer einstellen, wo du dich hinsetzt, ob du jetzt auf der Erde bist. Und dann ist interessant in dem System, wenn du die Richtung von der Erde zu irgendwelchen Konstellationen oder Sternen eingibst in diesen
Astroprogramm, ich habe in Weißenburg das schöne Astroprogramm gehabt. Das wird jetzt natürlich hier Stunden dauern, bis ich einen normalen Menschen einweise. Ich habe da schon ganz grob, weil die Zeit gefällt. Jetzt sag mal kurz, was wir mal rauschen. Ich filter das dann eh raus. Deine Stimme mache ich mal. Ich werde deine Stimme rausfiltern, dass ich nicht immer Hintergrundrauschen habe. Außer du sagst was Ausschlaggebendes. Okay? Wird mir Es nicht passieren. ist also so, pass auf, es ist hier das große Problem, dass wenn wir Astrologie betreiben, setzt man zuerst einmal einen Punkt, wo man sich befindet. Das wäre jetzt die Erdkugel. Wenn du auf der Erdkugel bist, macht man das folgendermaßen. Wir haben die Längen- und Breitengrade. Das habe ich schon mal gesagt, wenn wir jetzt nach vorne gehen. Das hast du von der Mitte aus gesehen und wir gehen jetzt da raus, haben wir irgendwann einmal den Punkt 0,0. Und jetzt gehen wir in nördlichen Breitengrad, südlichen Breitengrad und Längengrad östlich-westlich. Gehen wir jetzt irgendeinen Punkt auf dieser Kugeloberfläche an. Und da ist es interessant, es wird ja nur zwei Angaben gemacht. Es wird der Breitengrad angegeben und es wird der Längengrad angegeben. Und mit Hilfe dieses Breiten- und Längengrades habe ich irgendeinen Punkt auf dieser ausgedachten Kugeloberfläche, was jetzt sehr, sehr wichtig ist, dass mit zwei Angaben du immer noch in der Mitte bist. Der Erdkugelradius, der jetzt erst den Punkt auf der Sphäre, eine Sphäre ist praktisch eine Kugeloberfläche bestimmt, der wird dabei einfach stillschweigend vorausgesetzt. Das ist ungefähr so wie bei unserem Wurzelziehen. Der negative Wert hat keine praktische Bedeutung. Der negative Wert ist sehr, sehr wichtig, weil es ohne den negativen Wert wird es keinen positiven Wert geben. Wie ich immer sage, es gibt ohne Wellental kein Wellenberg. Ich mache nochmal schnell, ich springe zuerst in den dreidimensionalen Raum rein. In dem Moment, wo du ein Objekt vor dir denkst, ich mache mal losgelöst, freischwebend im Weltall, ist der Hintergrund für dieses 3D-Objekt der unendliche Weltall, das, was die Physiker Raum nennen. Der wird dabei nicht berücksichtigt. Dieser Hintergrund ist Raum. Wenn die jetzt einen luftleeren, einen materieleeren Raum erschaffen, das habe ich im letzten Selbstgespräch gesagt, dann müssen jetzt erst einmal ein Objekt schaffen, das jetzt praktisch, ich sag mal, ein Glasgefäß, eine Hohlkugel ist. Und dann saugen sie die ganzen Atome, die Gasatome raus und sagen, das ist jetzt ein luftleerer Raum, das ist jetzt aber der Hintergrund, die Materie von dem Glasgefäß. Die haben nur die Seiten getauscht, aber das eine gibt es überhaupt nicht ohne das andere. Und ich habe dann Ich habe die überlegt, Hälfte verlassen. ich habe so oft gesagt, dasselbe haben wir mit Stille und Lärm. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ist jetzt schön still, dann ist im selben Moment auch der Gedanke an Lärm da. Weil die Stille kannst du genauso wenig wahrnehmen, wie du einen Raum ohne irgendeine Begrenzung und ohne irgendein Objekt wahrnimmst. Das ist schlichtweg ein nicht denkbares Nichts. Ich kann mir nichts denken, indem ich das Geräusch nichts ausspreche. Und ich kann für das Wort nichts, das eigentlich nicht vorstellbar ist, als Ding an sich einzeln, ohne einen Kontrast. Okay? Genauso ist es mit dem Raum. Was ist ein Traum, wenn keine Objekte im Traum auftauchen? Das ist der Raum, den die Physiker sich ausdenken. Der Spiegelraum, T-Raum, wie ich das immer nenne. Jetzt haben wir beim Traum haben wir einen T-Raum, einen gespiegelten Raum. Ist auch ein erscheinender Raum, weil das ja nur Spiegelungen in Spiegelungen in Spiegelungen sind. Aber dasselbe spielt mit der Stille und mit dem Lärm. Es gilt für alle Sachen. Meine systemrelevanten Parameter, die es ohne nicht systemrelevante Parameter gar nicht gibt. Es gibt keine Gesundheit ohne Krankheit. Es gibt keinen Beginn ohne ein Ende. Du kannst das eine nicht ohne das andere erschaffen. Jetzt komme ich zurück zu unserer 1-4er-Struktur. Das heißt, jetzt musst du ein bisschen plastisch denken. Wir stellen fest, das, was für uns so selbstverständlich ist, wenn wir mit GPS-Daten irgendeinen Punkt auf der Kugeloberfläche angeben, was übrigens auch so voller Fehler ist, wenn man das einmal in der Praxis dann sieht, dass man hier einfach den Radius als stillen heimlichen Parameter der Erdkugel, den wir uns jetzt ausdenken, dass wir uns diesen Radius praktisch als gegeben hinnehmen, obwohl die zwei Werte in der Sphäre erst bei einer Sphäre, bei einer Kugeloberfläche erst eine Richtung angeben. Rich übrigens, R-Ich. Im Hebräischen heißt ja Geruch. Geruch wiederum, der Geist und sein Ruch sind die vier Weltgegenden. Ruch heißt ja der Geist und seine vier Weltgegenden. Das heißt, wir brauchen vier Angaben.
Du wirst jetzt merken, wo wir dann landen. Wir landen jetzt erst einmal in einer Richtung. Jetzt bitte nicht mehr an die Erdkugel denken. Die nächste Angabe ist raus aus dem Zentrum. Okay? Du fokussierst dich jetzt und jetzt denkst du hier, unseren Spiegeltetraeder mit dem Licht in der Mitte, das ist das absolute Urlicht, das sich jetzt rote Ichs Geistesfunk um sich herum ausdenkt. Das heißt, mit der nächsten, mit der dritten Angabe kommst du jetzt erst einmal zu irgendeinem Geistesfunken, der einen eigenen Tetraederspiegel setzt. Wir bleiben mal, ich muss trotzdem nochmal die Erdkugel. Das heißt, wenn du jetzt deinen Geburtsort angibst mit Längen und Breitengraden, sagt es ja nichts aus. Wenn das jetzt zum Beispiel die Geburtsstation vom Krankenhaus von München ist, wirst du feststellen, dass da ja laufend Kinder geboren waren an derselben Stelle. Das heißt, den Unterschied, wer das jetzt ist, brauche ich die Zeitangabe noch dazu. Das ist der vierte Parameter. Verstehst du das? Das heißt, ich brauche eine Richtung, wo ich mich aus mir selbst herausdenke, wo bist du geboren? Jetzt gibst du Längen, Breiten gerade an. Wann bist du geboren? Wenn wir jetzt das genau nehmen, könnte ich jetzt einmal sagen, wir haben eine Gebärstation in Berlin oder in München, raumzeitlich jetzt gedacht in ein Großkrankenhaus. Es ist in einem gewissen Maß der Gebärstuhl, wird permanent, wird er besetzt. Raus und der nächste kommt rein, raus und der nächste kommt rein, dass die alle rein von den Längen und den Breitengraden dieselbe Radix ins Geburtshoroskop eintragen müssen, wenn wir es einmal ganz genau nehmen. Aber du musst ja noch die Zeit mit angeben. Das ist der vierte Parameter. Und das macht erst das Individuum aus, wo wir jetzt symbolisch sagen, der bin ich. Jetzt hast du schon eine gewisse Zahlenstruktur in unserem Computerprogramm, wo dein Charakter aufbaut. Ich weiß, das erfordert jetzt dein Bewusstsein sehr, mir geht's nur, versteh das, dass diese vier Dimensionen nichts mit Raum und Zeit zu tun haben, sondern dass das ganz genau verschiedene Charaktere postuliert. Da muss ich jetzt Sachen vorausgreifen, die dir immer logisch erscheinen werden, wenn du in diese Richtung dich weiterdenkst. Weil ich immer wieder nur sagen kann, schon das ganze Denken immer mit der Vergangenheit, ob wir uns über Ursprachen unterhalten, es sind einzige Kompromisse, wo ich eingehen muss, es gibt keine Vergangenheit in der Vergangenheit. Das heißt, was du Vergangenheit nennst, sind bloß tiefere, komplexere Schichten. Ich habe dir schon mal gesagt, wenn wir an Zeitfall uns jetzt denken und wir sagen, das ist die Vergangenheit und das ist das Jetzt. Und man meint immer, die Vergangenheit fließt in das Jetzt. Wenn mir jetzt, das was jetzt ist, ist die jüngste Zeit. Und du solltest immer wieder wissen, wir drehen jetzt, jung ist dumm, sag ich. Ja, das habe ich am eigenen Leib. Umso mehr wir in die Vergangenheit gehen, umso mehr in die Vergangenheit gehen. Jetzt ist interessant, was sich spiegelt in dem Wissen, dass jeder Wissenschaftler dir sagen kann, umso älter die Menschen werden, umso weiter wir uns um zurückdenken, umso weniger wissen die. Das ist nie einfach mal einen gescheiten 16-Jährigen, da sind die Eltern schon blöd und die Großväter sind natürlich noch blöder. Die kennen ja nicht einmal Handys. Der weiß ja nicht einmal, mein Opa weiß ja nicht einmal, wie ein Handy funktioniert. Das heißt, man spricht den Menschen in der Vergangenheit in Bezug auf den eigenen Intellekt kein Wissen zu. Stimmt oder stimmt? Was wussten die vor 40 Jahren von Handys und irgendwie von Cyberspace-Brillen oder Computer? Du musst wissen, ich mache mal raumzeitliche Udo-Geschichte, wie ich mich 1980 selbstständig gemacht habe, da hat es auch noch keine DVD gegeben. Es hat keine Handys gegeben und keine DVD. Das war damals Science Fiction. Und ich habe so oft erwähnt, dass in Weißenburg zu dem Zeitpunkt, wo ich mein Tonstudio aufgebaut habe, es hat nicht einen aller einzigen Laden gegeben, keine Bank gegeben, keine Zeitung, gar nichts. Es hat in ganz Weißenburg kein einziges Geschäft gegeben, wo ein Computer im Büro gestanden wäre. Das war natürlich, dass man dann sagt, wie hat dann die Welt eigentlich funktioniert? Dann gehst du ins Kino und dann schaust du dir 1976 die Bee Gees Saturday Night Fever an. Das erscheint wie eine ganz normale Welt. Und dann musst du wissen, da waren Computer eigentlich im normalen Gebrauch so gut wie überhaupt nicht vorhanden. Nicht, dass die nicht gegeben hätte, selbstverständlich hat es die gegeben. Wir können ja noch weiter zurückgehen, 1969, die Mondlandung, die wir uns jetzt ausdenken. Es ist ja nur Worte, die du hörst, die jetzt Vorstellungen in dir aufbauen. Die hier und jetzt in deinem Kopf sind, weil du aus Wissensdaten, die sich in dir befinden, reine Computerdaten, ich sag, auf deinem Speicher, der freigeschalten wird, Vorstellungen auf deinem Bewusstseinsbildschirm auftauchen.
Das hat nichts damit zu tun, dass das, was du jetzt denkst, unabhängig vor dir schon da war, bevor du es gedacht hast. Das ist die große Falle deines momentanen Glaubens. Das ist der Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Den Fehler hast du zu erkennen. Und dir immer mehr bewusst zu machen, löse dich davon zu glauben, dass was, wenn du irgendwas denkst, dass du mit dem, was du denkst, nichts zu tun hast. Das sind immer so die Dämer, wenn eine sagen, die Holofeeling machen die Spinner ja alle. Wenn das einer denkt, ist die selbstverständlich, für den tun die das, weil er denkt sich das ja so. Und wenn einer meint, die Holofeeling machen, die haben alles verstanden, für den, der sich das denkt, für den ist das dann auch so. Und was ich jetzt prinzipiell sage, es ist kein Gedanke, den du dir ausdenkst, wird es jemals verstehen. Was verstehen, sage ich? Das, was Ewigkeit bedeutet und was Geist bedeutet. Ewigkeit kann nur von etwas verstanden werden, was selber ewig ist. Und ein Gedanke von dir ist nicht ewig, egal an was du denkst, ob der jetzt nur bewusst gedacht, feinstofflich vorhanden ist oder ob du den sinnlich real siehst. Das genauso eine Information ist, wie wenn du was denkst. Darüber diskutiere ich nicht mit Gedanken von mir. Und jetzt betone ich immer wieder, du hörst mich jetzt. Das heißt, ich spreche jetzt ganz gezielt mit dem Geist, rot geschrieben, Anführungszeichen, mit etwas, was nicht selbst in Erscheinung treten kann, ohne sich selbst so einen Gedanken von sich zu machen. Und jetzt wirst du irgendwann einmal merken, dass den ganzen Ärger, den du in dir erzeugst, weil du meinst, dass die Menschen um dich herum Deppen sind oder korrupt sind, wo ich so oft sage, wie viel Scheiß muss ich dir eigentlich noch träumen lassen, dass du immer mehr merkst, wenn du den Fokus drauf hast, aktuell jetzt, was ist jetzt aktuell, alles ist jetzt aktuell. Aktuell ist es in dem Moment ein Akt, wenn du dir es ausdenkst, aber wir bleiben jetzt einmal hier in deiner normalen gewählten Denkbaum mit der Politik, die lügen, wenn sie den Mund aufmachen, deine Lüge. Aber so schamlos, dass dir eigentlich, wo ich sage, du könntest das Kotzen kriegen, aber die Schwierigkeit ist, können die, die du dir ausdenkst, die in einem Traum in Erscheinung treten, sich das raussuchen, habe ich nicht tausende Male gesagt, wir Geist verfügen über das Bewusstsein, dass nicht so niemand, den wir uns ausdenken, das heißt, der jetzt in unserem Traum auftaucht, vorwerfen, dass er so ist, wie er in uns auftaucht. Und jetzt mit dem Doppelschritt, und ich werf mir selber nicht vor, dass ich jetzt das so denke und dass ich so reagiere als träumender Geist, weil ich kann mir das ja nicht raussuchen. Erst wenn du diesen Doppelschritt gemacht hast, kannst du beobachten, wie du reagierst. Was du für eine Interpretationsmaschine bist, wie Kleinigkeiten dich in ein auch körperlich wahrnehmbar, sinnlich wahrnehmbares Gefühlschaos stürzen. Mit den Schöndenken und so weiter. Und das sind oft kleine Reizauslöser, die so ein Ärger in dir auslösen. Und dann kannst du wieder nicht loslassen. Drum mache ich ja immer die Udo-Geschichten, diese Bibifax-Geschichten, wo ich dann die Schuld auf mich nehme, wo ich den Udo, den wir uns jetzt ausdenken, keinsterweise besser machen. Udo ist genauso ein Gedanke wie alle anderen auch. Einfach nur eine Figur, eine vergängliche Figur in deinem Traum. Das Ganze spielt sich nur in dem ab, der mir jetzt zuhört. Der jetzt diese Stimme hört, der jetzt mit diesen Informationen konfrontiert wird. Eine Information von dir hat keine eigene Wahrnehmungsfähigkeit, außer du sprichst dir eine gewisse Wahrnehmungsfähigkeit zu. Dann bin ich der Depp. Dann wird es für dich so sein, aber du entmündigst dich selber. Aber selbst wenn du dir jetzt dann sagst, der Bruno oder der Udo, die ich mir jetzt ausdenke, weil du bist auch nicht der, der jetzt vom Computer sitzt und sich dieses Gespräch anhört, diese zwei Pixelmännchen. Die verstehen das ja, die unterhalten sich. Dann wird es für dich so sein, wobei als Ding und sich verstehen die trotzdem nichts. Es spricht jetzt weder ein Udo, sondern ein Lautsprecher und es hört auch das Pixelmännchen, diese flachen Ohren von dem Bruno kann auch nicht zuhören, geschweige denn das Gehirn, dass du dir in diese Fläche reindenkst. Das ist die Vergessenheit. Dass mir dieses Tetraederspiel der Präzision, dein Geistesfunk braucht zuerst einmal eine Grundradix, wenn ich dir was erzähle. Und das heißt immer wieder, du musst dich zuerst einmal aus dir rausdenken, das ist eine Richtung. Da brauchen wir zwei Sachen, da brauchen wir einen gewissen Abstand. Das ist jetzt, wenn wir jetzt weggehen von der Radix in Bezug auf die Erdkugeloberfläche, auf die Sphäre, wie man das nennt, auf die Erdkugeloberfläche, sondern wir gehen jetzt in die Astronomie. Da wird es ganz interessant, in der Astronomie immer dran denken, Astruo heißt nicht nach außen gestreut. Dann machen wir natürlich größere Abstände. In dem Moment denken wir uns nicht mehr wie bei der Erdkugel den Mittelpunkt, wo wir setzen, sondern jetzt wird die ganze Erde, das erweckte Wissen, zum Mittelpunkt. Man nimmt jetzt in diesem größeren Maßstab die Erde als einen Punkt an und setzt dann, wenn ich hier, da haben wir natürlich dann nicht mehr Osten, Westen,
Das strebt sich, dann gibt es andere Maßangaben. Wenn ich dann hier schaue und ich schaue mir den großen Bären an oder in Orion, muss ich ja irgendwie auf der Erde von irgendeinem Punkt schauen. Und das habe ich ja in dem Weißenbuch-Vortrag im achten Teil ganz kurz mit dem Astronomieprogramm gesagt. Schon die Verzerrungen, die auftreten, dass man hier sehr viele Kompromisse in der Vorstellung bringen muss, wenn man das auf einem Bildschirm darstellen will. Weil wenn du jetzt nach unten schaust, siehst du ja bloß den Boden unter dir als Trockennasenaffe. Aber das kann man dann wegschalten, weil du ja auch in die Richtung sind ja auch Sterne. Den zieht's unter dir. mal eh fast schon weg. Und dann haben wir, wenn wir nach oben schauen und es ist hell, wenn es Tag ist für dich, sehen wir auch keine Sterne, wenn die Sonne in dem Bereich ist. Die können wir dann auch ausschalten, weil die Sterne sind ja trotzdem da. So hat man uns das erzählt. Es ist interessant, dass Sachen auch dann da sind, wenn sie nicht da sind. Das ist die berühmte Sache mit den Einstein, wo man nicht zwei Seiten hat, wo ich immer wieder betone, wenn ein Einstein, den wir uns jetzt denken, der jetzt entsteht, weil wir ihn denken. Den Einstein, den ich mir denke, habe ich so oft gesagt, ist ein Gedanke von mir. Zwangsläufig ist alles, was ich denke, was der Einstein gedacht hat, auch Gedanken von mir. Es sind meine Gedanken. Und jetzt kommt der große Trick, dass ich eigentlich du bin, weil ich höre jetzt den Udo sprechen. Wenn du den Udo sprechen hörst, bist du ich. Und jetzt ist interessant, dass man ja den Satz, wo ich so oft gesagt habe, wo Einstein so in Konflikt gekommen ist mit seinen Kollegen, die wir uns jetzt ausdenken. Ich wehre mich dagegen zu glauben, dass der Mond nicht mehr am Himmel ist, wenn ich ihn nicht anschaue oder wenn ich ihn nicht denke. Das ist aber das, was ist. Das ist hundertprozentig sicher. Das heißt, dieser Jude, der übrigens Präsident von Israel werden hätte sollen, hat man ihn angeboten in der Nachkriegszeit. Dieser Jude bricht das zweite Gebot. Mach dir kein Bild von irgendwas da droben am Himmel. Dann hat er aber wiederum geistreiche Aussagen, wenn er zum Beispiel sagt, Gott würfelt nicht. Das ist zum Beispiel in dem Wort El Hayom. Du weißt ja, dass man die Nullen erst einmal wegkürzen kann und du wirst feststellen, dass El Hayom eigentlich Pi ist. Das heißt, es steckt sich in diesen El Hayom, steckt sich, wenn du die Nullen wegmachst, die Ziffern, die ersten Ziffern der Kreiszahl Pi. Wir beginnen mit einer 1, dann haben wir das L, die 30 wird zu 3, dann haben wir die 5, das He, dann haben wir das J wird zu 10 und die 40 wird zu 4. Und wenn du das jetzt vertauschst, dann wirst du feststellen, dass da eine Kreiszahl Pi. Also würfelt er dann doch wieder irgendwie. Und das ist eben die zwei Seiten. Das ist immer wieder das stochastische Denken. Kann man schön, schon in Ich bin du ganz am Anfang, gehe ich ganz kurz drauf ein, genau erkläre ich es in der Schrift Die Physik im Nullpunkt Gottes. Das kommt vor der Halluzination. Erkläre ich das stochastische Denken nochmal genauer, dass du Sachen verwirklichen kannst durch Glauben. Der Witz ist bloß, dass das Prinzip nicht dazu da ist, dass du dir jetzt wieder irgendwas Spezielles wünschst, sondern was ich mir für dich wünsche, ist, dass du dich für das Ganze interessierst. Solange du permanent noch meinst, irgendwas Bestimmtes ist wichtig für dich, dass du glücklich bist, die absolute Glückseligkeit erreichst du in dem Moment, wo du dich für alles interessierst, weil du begreifst, dass du alles, was du dir ausdenkst, letztendlich selbst bist, zumindest als Facette. Das ist eigentlich hier das Wichtige. Dass jede Gedankenwelle, die in dir auftaucht, eine Facette von dir selber ist. Und wenn du eine einzige kleine Facette, das ist mein Kabelsteckerbeispiel, wenn du das weglässt, wirst du leiden. Und du kannst dir nur in deinem Alltagsbewusstsein, in der Selbstbeobachtung, dir immer mehr bewusst werden, wie du immer wieder in die Vergessenheit gehst, dass du dich über welche aufregst, die letztendlich nur Gedanken von dir sind. Darum sage ich, gebe dir den Tipp, hol dich jetzt in die Realität und schau, was jetzt da ist. Du schaust, was real da ist, das habe ich so oft gesagt, sinnlich wahrgenommene Information und was du aus dem, was real da ist, herausinterpretierst und dann wird dir bewusst, dass wirklich 99,99% definitiv nur Illusionen sind. Das heißt, sobald du eine Zeitung liest, sobald du ein Buch liest, was dann die Neandertaler gemacht haben, was vor 1,5 Millionen oder 14 Milliarden Jahre passiert ist, dieses ganze hohle Geschwätz, dass wenn du ein Buch liest, letztendlich du selber schwätzt, das ist ja deine Stimme, die dir das erzählt. Wenn du ein Video anschaust, ist es eine Lautsprecherstimme, im Prinzip aber dasselbe ist in Worte. Ob du die jetzt optisch als Zeichen siehst oder als Geräusche hörst, ist kein Unterschied. Du wirst massiv darauf reagieren und es werden in dir, ob du willst oder nicht, Vorstellungen entstehen. Diese Vorstellungen wiederum interpretierst du vollkommen mechanisch, mechanimus.
Das wird Gefühle in dir erzeugen, von richtig und von verkehrt. Rechthaberei. Dann wieder Kleinigkeiten, dir geht's gut, es gibt ja bloß hier und jetzt, alles ist gut und dann haut's dir irgendein Film in deinem Traum rein über Altersvorsorge und sofort baut sich wieder so ein riesengroßer Zweifel auf und du kriegst Zukunftsängste ohne Ende. Und dann sage ich wieder einen Satz, wenn du den verstanden hast, morgen um 10 Uhr gibt's kein Freibier. Es wird niemals irgendetwas morgen, übermorgen oder sonst wann in der Zukunft passieren. Du wirst nicht morgen sterben und nicht in 10 Jahren und nicht in 50 Jahren und nicht in 100 Jahren. Wenn du stirbst, stirbst du jetzt und das magst du jeden Augenblick sterben. Die raumzeitlichen Erscheinungen oder die raumzeitlichen Spiegelungen sind erweckte polare Existenzen. Und die wiederum in deiner VR-Brille, wenn ich es jetzt so mache, die wiederum in sich selber wieder verpixelt nochmal kleine Helligkeitsunterschiede sind, die aber auch digitalisiert sind. Und das Ganze, was prinzipiell auftauchen kann in dir, ist auf einer tieferen Ebene in der Einheit eigentlich schon da. Das ist, wie oft habe ich gesagt, nimm jetzt ein jetziger Stand der Technik, ich spreche vor 2018, den höchsten Stand der Computerspiele, wo du kaufen kannst mit einem entsprechenden Rechner. Und dann hol dir irgendeine Spiele-DVD, ich sage immer GDA, gibt es mittlerweile wesentlich Besseres. Obwohl, wenn das GTA 6 kommt, werden die wieder nachlegen. Komm, merkst du? Wie oft habe ich darauf hingewiesen, dass die Grammatik eigentlich nur die Illusion, die hier und jetzt gedachte Illusion von Zukunft und Vergangenheit erzeugt. Darum soll ich jetzt erst einmal weglassen, einfach bewusst machen, was ich jetzt spreche. Und wenn ich dann immer sage, ich habe gesagt, spreche ich jetzt, das habe ich nicht in der Vergangenheit gesagt. Sollte ich das jetzt gesagt haben, ist es immer jetzt. Da haben viele, die ich mir jetzt ausdenke, ein Problem, aber die nicht, können nichts dafür für dieses Problem, für das Vorgelegte, weil die das Problem hat, das Vorgelegte, weil die, die ich mir denke, werden das vorgelegt bekommen, was ich mir denke. Zumindest, wenn du mal Gott bist. Aber da, die ich mir ausdenke, ja Facetten von mir selber sind, glaub mir, ich quäl mich nicht selber. Es hat alles einen Sinn. Das ist wie das Spiel, diese einfachen Beispiele, wieso gebe ich dir Hunger? Immer wieder einen Hunger. Weil du dann die Freude des Essens genießen kannst. Und ich stecke dich in die Finsternis, dass du dann die Freude hast, wenn in dir Licht aufgeht. Wenn der Schmerz nachlässt. Das heißt, du musst, wenn ich immer sage, die Freuden musst du immer wieder kaufen mit einem gewissen Leid. Und das macht dann Angst, wo ich dann bei vielen sage, dann will ich ja gar nichts, wenn die so panische Angst vor Leid oder vor Schmerz haben, dass ich sage, du brauchst es für die Freude, für die Glückseligkeit. Dann wollen die überhaupt keinen Glück mehr haben, weil ich sage, nein, nein, schmerzen mich nicht, lieber verzichte ich auf die Freude. Schon wieder Kaufmannsding. Es ist dummes, geistloses Geschwätz. Darum hast du hier in einem gewissen Maß auch keine Freiheit. Es ist wie mit der Demokratie. Du musst doch mal ins Internet gehen, einfach und such doch mal Sachen, wenn irgendwelche Eliten über Demokratie diskutieren. Was keine in Frage stellt, ist die Demokratie als Ding an sich. Diese einfachen Beispiele, nicht Bindung, mein demokratisches Krankenhaus. All das ganze Zeug, das gibt es sowieso nicht in der Welt. Da ist bloß einer, der bestimmt. Und du wirst irgendwann einmal entsetzt feststellen, dass du das bist, der Geist, der mir jetzt zuhört. Du bestimmst alles, du bestimmst sogar die Naturgesetze. Es ist nämlich deine Traumwelt, die mit dem Intellekt, den du zurzeit zum Denken benutzt, aufgebaut wird in dir. Ob du das jetzt glaubst, du kannst jetzt das wegwischen. Ich sage, wenn das einer macht, den wir uns ausdenken, spielt das keine Rolle, weil der ist ja schon weg, wenn wir nicht mehr denken. Da kommen viele in einen Zwiespalt, wenn ich immer von den KIs rede. Dass ich sage, geistlose Figuren, Erscheinungen sind prinzipiell nur Schatten. Der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, das Pixelmännchen, ist vollkommen geistlos. Ich sage, losgemachter Geist. Der ist nichts anderes, er ist ein Gedanke. Und wenn das real wird, spielt das auch keine Rolle, dass ich sage, hier, ein Mensch, Trockennasenaffe, den du dir ausdenkst, der hat genauso viel Geist wie ein Stein, weil der Mensch ist genauso eine Information, eine Form von dir Geist wie der Stein. Du bist der Geist von den Sachen, die du dir ausdenkst. Du bist die Energie, die diese Formen annimmt. Wenn wir mal bei der Einstein-Formel im Urzustand bleiben. Du bist diese Energie, die ständig ihre Form verändert. Du bist der träumende Geist. Du Geist, der du mir jetzt zuhörst. Und das macht dich einsam, extrem einsam, weil du feststellen wirst, du wirst es keinen in deinem Traum erklären können.
Darum habe ich jetzt so einen Zustand geschaffen mit Holofeeling, dass zumindest einige in dir auftauchen, die den Eindruck machen, dass sie es langsam zu verstehen anfangen, weil du das zum Verstehen anfängst. Aber auch nur sehr rudimentär. Du bist denn immer einen Schritt voraus, weil du nämlich immer bist und die, die du dir ausdenkst, sind immer bloß, wenn du sie denkst. Und jetzt kommt dieses Verrückte, dieses Verschieben in dieses zeitlose Denken hinein. Kennst du den Film? Du wirst merken, dass mit einem Gedanken ein riesen Wissenskomplex da ist. Weißt du, was in deiner Wohnung drin ist alles? Wenn du dich jetzt hinsetzt und zum Aufschreiben anfängst, wird immer wieder ein neuer Gedanke kommen. Du wirst merken, wie lang die Liste wird, wenn ich jetzt auch schreibe mal wirklich alles, was in deiner Wohnung sich befindet, auf. Und dann gehst du im Gedanken deine Wohnung durch. Du gehst nicht die Wohnung durch, sondern deine Wohnung ist ein Chat. Und es taucht, dann fangen wir in der Küche an. Und dann machen wir zuerst einmal die Schränke, dann gehst du in die Schränke rein, was da drin ist, soweit du dich erinnern kannst, in die Gewürzschränke, in die Schubladen, jeden Schubladen, was ich an Töpfen habe, was habe ich alles an Töpfen, und dann werden Sachen in dir auftauchen, wo schon so ewig in der Ecke sind, wo du hier und jetzt gedacht, Zeitfenster, seit Jahren überhaupt gar nicht mehr daran gedacht hast, dass das da unten in der Schublade drin liegt. Wie machst du nur so einfache und so tiefgründige Beispiele? Das ist das, was man beobachten kann, wenn man mit sich selber spielt, Bruno. Und da reden wir nur von Fakten, und sage ich bei Holofeeling, da gibt es nichts zu diskutieren, wenn wir von dem reden, was der Geist, den ich jetzt anspreche, egal wer er zu sein glaubt, hier und jetzt sofort überprüfen kann. Das ist ein Faktum. Schon meine Definition von Realität. Realität ist eine sinnliche Wahrnehmung mit allem, was dazugehört, wenn ich immer wieder sage. Wenn du das hier vor dir stehen hast, die kannst du anfassen, die kannst du hochheben, dann wird sie schwer, du spürst Gewicht. Wenn ein heißer Tee drin ist, spürst du Wärme, wenn du das anfasst, oder Kaffee. All das ist doch. Aber es ist immer nur in dem Moment, wo du es wahrnimmst. Und jetzt dich durch die materialistische, fehlerhafte Logik deines Führerscheinprüfungsbogens einreden zu lassen, dass das auch dann materiell existiert, wenn du es nicht mehr denkst. Das ist Materialismus. Und dann wirst du merken, dass die Weisen deiner Welt, die zerbröseln ohne Ende, selbst die hier die ersten Ansätze machen. Wenn ich jetzt, denken wir uns mal den Professor Popper aus mit seinen Falsifizierungsthesen, der hier ganz in riesen Büchern, in Schriften schreibt, der nennt es, das, was er Realismus nennt, ist eigentlich gar kein Realismus, sondern Materialismus. Realismus ist das, was ich gerade mal eben beschrieben habe. Es sind real auftauchende Informationen in dir. Ich sage jetzt nicht einmal im Gehirn, weil das Gehirn ja auch schon wieder erst gedacht werden muss, dass es zum Existieren anfängt. Für dein Gehirn oder für deinen Körper gilt dasselbe wie für jedes sinnlich wahrgenommene Objekt. Eine sinnlich wahrgenommene Information ist genauso eine vergängliche Erscheinung in deinem Gehirn wie irgendein Gedanke an den Osterhasen. Aber da ist ganz komischerweise der tiefe Glaube, was keiner in Frage stellt, ist die Welt da außen. Das heißt, der Bruch des zweiten Gebotes. Ich habe tausende Mal schon gesagt, wenn du das zweite Gebot nicht hältst, verbunden dann mit dem ersten, mach dir kein Bild von dir selbst, von einem Gott. Diese Vielgötterei bei den alten Griechen und so, das sind eigentlich nur Charaktereigenschaften, was ich dann immer nenne. Wir symbolisieren Gott einmal mit dem menschlichen Körper, und seine Sinnesorgane sind verschiedene Götter. Das sind verschiedene Fähigkeiten. Ich mache die allumfassende Fähigkeit, Geist zu sein, Formen anzunehmen. Reduziere ich dann schon auf Sehen, auf Hören. Dann haben wir dann einen Kriegsgott, wir haben einen Gott der Liebe und so weiter und so weiter. Das ist schon dieses Zerdenken, dass der eigentliche Oberpost dann schon zerbricht. Und es reicht, wenn du das verstehst. Weil ich kann nur den Geist wach machen, der mir jetzt zuhört. Die Figuren in deinem Traum haben überhaupt keine Überlebenschance, wenn du nur dieses Beispiel verstehst. Oder wenn ich immer wieder sage, der Säugling, den wir uns jetzt denken, der muss sich total verwandeln, wenn er wächst, zu einem Schulkind werden. Da gibt es doch überhaupt nichts, dass man da Angst haben müsste. Zumindest nicht als der sich das ausdenkt. Da du immer noch die meiste Zeit dich mit einem Gedanken von dir verwechselst, erkläre ich mir dir dem Beispiel, dass du das, was du zu sein glaubst, sich ja eh dein hier und jetzt ausgedachtes Leben, jetzt machen wir wieder Zeitfenster auf in die Vergangenheit, das hier gleichzeitig da ist alles, je nachdem, wo du dich hinfokussierst. Denk wieder an die Worte in der Seite, die Zahlen. Es ist immer nur das, was du raushebst, und es sind verschiedene Schichten, die du nach oben hebst, und umso weiter du das raushebst, umso präziser wird es. Das Beispiel mit der Stadt, an was denkst du bei dem Wort Stadt? Deine Heimatstadt, an die Häuser, an die Infrastruktur, an die Menschen, an die Läden.
Und da wird es jetzt natürlich interessant, dass jetzt dein Interpretationsprogramm, du hörst jetzt Worte, erinnere dich an Weißenburg. Ich muss jetzt bloß sagen, zum Beispiel, jetzt denke mal dran, du gehst zum Einkaufen und du holst mal weniger Tüte Milch. Jetzt denke ich mir blaue Menschen, blaue ich aus. 1000 blaue verschiedene Menschen, die diesen Vortrag hören, dieses Video sich anschauen. Es ist nur ein Geist, der sich das anhört, aber abhängig davon, wer du jetzt zu sein glaubst. Ich sage, stell dir das einmal vor, du bist jetzt bei dir im Supermarkt und du holst dir Milch. Dann wird jetzt ein ganz bestimmter Supermarkt in dir auftauchen, der hängt ab, wer du zu sein glaubst. Das heißt, welches blaues Ich du zurzeit, welches Programm, welches Konstrukt, Werte- und Interpretationssystem in dir arbeitet. Und das macht die Bilder auf deinem Bildschirm. Dann hast du einen bestimmten Supermarkt und du kannst jetzt im Geist sagen, wo gehe ich da hin in meinen Supermarkt, das Regal, wo die Milch steht, wo du hingehst und welche Milch du nimmst. Meistens immer bevorzugte Sorte. Vielleicht. Hängt vom Programm ab. Es kann sein, dass ein anderes Programm denselben Supermarkt geht, aber eine andere Milch bevorzugt. Du merkst jetzt, dass deine Bilder so extrem subjektiv sind, wie du auf Worte reagierst. Weil dieser Satz, jetzt denk einfach mal, du gehst dir Milch kaufen in deinen Supermarkt und holst dir Milch und du stellst jetzt genau die Situation vor das Regal, wenn du die Milch aus dem Regal rausnimmst. Diese Worte, bei 1000 verschiedenen Menschen sind 1000 verschiedene Bilder auf dem Bildschirm. Das wären jetzt 1000 kleine Bildschirme, wenn ich das gleichzeitig mache, wenn ich diese Charaktere kenne, wenn ich die durchschaut habe. Das ist kein Science-Fiction, was wir machen. Da wird jetzt die ganze raumzeitliche Science-Fiction, wie in den Filmen Transzendenz und so weiter und so fort, das immer noch aufbaut hier mit Schwerkraft, mit Vergangenheit, mit Zukunft, mit Zeitreisen, mit schneller oder langsamer Altern, Alternieren. Du bist Geist und Geist bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, in dem Moment, wo sich was mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, fällt alles in einem Punkt zusammen. Das ist das ewige Hier, es ist immer hier. Und es passiert immer jetzt. Das Jetzt wird ewig. Ohne Anfang und Ende. Und das Hier ist der Mittelpunkt, von dem ich dir die ganze Zeit erzählt habe. Aus dem Mittelpunkt denkst du dir jetzt was heraus, räumlich um dich herum. Und da kommt jetzt in der vierten Stufe die Zeit. Denk wieder an mein Krankenhausbeispiel, dass im selben Geburtsraum, das heißt dieselben räumlichen Koordinaten, erst mit der Zeit verschiedene Charaktere für das Astrologieprogramm entspringen. Wenn wir mal ganz genau die Daten eingeben, auf den Meter genau. Es wird vielfältig. Es ist jetzt eine Riesenmenge an Informationen, die dich im Alltagsbewusstsein gar nicht so interessieren müssen, aber du wirst dann immer mehr neugierig werden und sobald du dein Interesse verlagerst, als kleiner Computer musst du wieder auf was verzichten. Das, wo ich immer wieder sage mit Holofeeling. Das heißt, all das, was dich so belastet, wo du nicht loslassen kannst, wirst du dann feststellen, dass sich durch das Verlagern deines Interessens auch ganz massiv deine Informationen verändern. Stell dir mal vor, du machst dir überhaupt keine Gedanken mehr ums Überleben von Bruno. Weil dir das vollkommen am Arsch vorbeigeht, weil du wirklich verstanden hast, dass in der Zukunft eh nichts passiert. Dann wirst du feststellen, das funktioniert. Es wird besser. Es wird immer die schönen Wunder passieren. Aber jetzt ganz, ganz wichtig, wenn du was bewusst veränderst, beobachte den Bruno und frag dich warum. Das habe ich so oft gesagt. Wenn du was hinschmeißt, einen Job oder irgendwas hinschmeißt, weil du meinst, du hast es nicht mehr nötig, wirst du dir eine riesen Arschlochkarte ziehen. Du musst ganz tief in dich reinschauen, warum will ich jetzt das nicht mehr? Und wenn da nur ein Hauch von Ablehnung ist oder weil es dich ankotzt, mach es weiter. Erst wenn in einer totalen Erkenntnis, das bin ich nicht mehr. Verstehst du? Ich mache auch immer gern den Beispiel, jetzt wieder Märchengeschichte der Udo mit dem Tonstudio, wie ich meinen Laden, wie ich alles hergeschenkt habe. Da ist nicht, dass da irgendwas schlecht wäre. Das war 20 Jahre mein Leben. Ich hatte Spaß und es hat auch einwandfrei funktioniert und gebrummt, der Laden. Also ein hervorragend gehendes Geschäft. Ich habe nur festgestellt, das ist nicht der Sinn des Lebens. Irgendwie bin ich ein Hamster in einem Laufrad. Das kann es nicht sein. Und das Neue, wenn was vollkommen neu ist, musst du dich auf was einlassen, was du noch nicht kennst. Der Mensch, der normalerweise einen Job wechselt, dann wechselt er nur, weil er sich vom neuen Job mehr erhofft wie vom alten. Da ist nicht einmal mehr das Gefühl, dass du dir mehr erhoffst, weil du was vollkommen anderes willst. Und das vollkommen Neue, wenn es vollkommen neu ist, muss dir das unlogisch erscheinen. Das habe ich so oft gesagt, weil alles, was du mit einer Logik jetzt hochrechnen kannst, mit der Logik, die du zum Denken benutzt, all das, was du hochrechnest, ist immer noch aufbauend auf deiner alten Logik, auf deiner raumzeitlichen Logik.
Das ist mein Beispiel mit Windows und Basic. Das heißt, wenn ich dir Windows schmackhaft machen will, dir Basic-Logik, kann ich, weil du mich ja nicht mit Windows verstehst, kann ich nur Basic mit dir reden. Darum habe ich diese Vereinfachungen von Vereinfachungen. Darum betone ich immer wieder, du musst die Metaphern verstehen. Jetzt in dem Krankenhausbeispiel. Darum habe ich diese vielen kindgerechten Beispiele. Es geht nicht um das Krankenhaus, um die Kinder, um die Koordinaten, sondern da ist der Kern eigentlich, dass alles sich in einem Punkt befindet. Und solange ich noch flächig denke, ich brauche die Sphäre. Und in der Sphäre ist halt interessant, dass die Längen und die Breitengrade, mit denen man mit GPS den genauen Punkt auf der Erdkugel angibt, angeblich, dass diese zwei Angaben sind immer noch die Mitte. Und die dritte Angabe hier, um dann praktisch diesen Sphärenpunkt zu erreichen, außerhalb dieses Mittelpunkts, dieses Ausgedachten, das wird stillschweigend gesetzt mit diesem Erddurchmesser, Erdradius, Entschuldigung. Den Halbmesser. Und dasselbe ist, wenn man Astronomie betreibt und man setzt jetzt als Mittelpunkt, als Ausgangspunkt, nicht als Mittelpunkt, weil da war es mehr unser Sonnensystem. Das heißt, da ist schon einmal die Erdkugel nicht der Mittelpunkt von unserem Sonnensystem und unsere Sonne ist nicht der Mittelpunkt von der Galaxie, die wir um uns herum denken. Du merkst jetzt schon, wir machen jetzt vorstellungstechnisch, schieben wir schon einen Raum vor uns hin und das passiert, dass das sehr entscheidend ist mit der Zeit. Dass diese vielen Kleinigkeiten, man hält sich so fest an das etablierte Schulwissen. Allen voran in der Medizin. Weißt du, wenn ich den Lesch immer lächerlich mache, wenn man den nochmal zuhört, was der geistlos stammelt. Es ist, wie ich immer wieder betone, das sind reine Dogmen. Man weiß ja, es ist bewiesen. Ich sage, zeig's mir. Das ist wie mit den Photonen und den Atomen, die es da dann auf dem Computerbildschirm zeichnen. Ihr Menschen, ihr auslebt, ihr seht laufend Sachen, sage ich als Christus, die ihr überhaupt nicht seht. Du siehst zu 99,99% deine eigenen Interpretationen von irgendetwas, was jetzt in dir auftaucht. Zum Beispiel ein fetzen Papier mit Worten drauf. Oder Video, Computer, einzelne Geräusche und Bilder auf einem Monitor, flackernde Lämpchen. Ist bei dir alles da außen. Es wird alles von dir verwirklicht, wenn du glaubst, es ist da außen. Wenn du eine Zeitung liest, ein Buch liest. Ist alles, was die entdeckt haben, die komplette Physik, die Naturwissenschaft, was sich dem Mesokosmos entzieht, den real darstellbaren, wahrnehmbaren Bereich in dir, was ich jetzt, so wie ich Realität definiere, kannst du in der Realität nicht entdecken, es sind logische Konstrukte in deiner Cyberspace-Brille. Die aber dann natürlich hier, weil sie so winzig klein sind, dann wieder nur, musst du dir einen Computerbildschirm ausdenken, auch was im Makrokosmos ist, da ist man schon lang weg von den klassischen Lichtteleskopen, die sind ja lächerlich, es sind nur noch Parabolantennen, wo Signale aus der Hintergrundstrahlung, all das sind alles Interpretationen, bis hin zur Gravitation. Jetzt kannst du sagen, ich sehe doch, dass wenn ich was runterfallen lasse, dass das nach unten fliegt. Das fliegt aber dann kommen. Das wird alles, ist alles so logisch. Das fliegt in Australien genauso nach unten wie in Helsinki. Wenn du jetzt dir das wieder vor dich hinstellst, dann hast du natürlich plötzlich fließt wieder dem Mittelpunkt entgegen. In der Erdkugel. Ob wir in Australien, in Melbourne ein Glas fallen lassen oder wir lassen es in Berlin fallen, es fliegt nach unten. Also, was ist jetzt unten oder oben? Magst du mir tauschen es wieder aus? Und das ist im letzten Selbstgespräch, sage ich, wenn wir jetzt mit unserer Logik eine runde Erdkugel uns ausdenken, vor uns hinstellen. Und ich frage dich, ist jetzt auf dieser Erdkugel hell oder dunkel? Oder regnet es da oder scheint die Sonne? Ist da Sommer? Die Fragen stellen sich nicht, wenn du die ganze Kugel jetzt denkst. Weil du feststellst, es hängt davon ab, von welcher Perspektive ich die mir ausgedachte Kugel anschaue. Oder welchen Punkt ich davon in meiner Vorstellung verwirkliche. Aber was ist diese Erdkugel, wenn ich sie nicht ausdenke? Was ist diese Perspektive, wenn ich sie nicht ausdenke? Wie geistlos ist eine Kreatur, wenn sie glaubt, dass etwas, was sie nicht denkt, trotzdem da ist und es als hundertprozentig sicher bewiesen ansieht? Das ist dein Hauptproblem. Und da wirst du dann plötzlich merken, wie diese einfache Bibelschrift, wie unendlich präzise, zumindest wenn man sie schon auf den normalen Zeilen gelesen, macht dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Und kein Bild von irgendwelchen Wassern im Meer. Das ist interessant, weil ich sage, diese Gedankenwellen, die Mem im 2M vom Meer, die Mem im Dualendung hin, das im Meer selber sind keine Bewegungen. Es ist nur ein oberflächliches Phänomen.
Und die Energie, die ständig ihre Form verändert, ist auch nicht irgendeine räumliche Größe. Das ist der Punkt. Kann ein Punkt eine Oberfläche verändern? Illusionär, wenn du dir was ausdenkst. So wie du dir jetzt die Welt um dich herum denkst, die letztendlich auch dein Zimmer, Z im Meer, deine Schädel, egal was du um dich herum denkst, du bist immer die Mitte. Haben wir so oft alles angesprochen. Alles übrigens sofort hier und jetzt von jedem 13-Jährigen überprüfbar, wenn er den Gedankengang mitgeht. Holofeeling ist die einzige Lehre, wo dich nicht zwingt, irgendwas zu glauben, was du nicht sofort überprüfen könntest. Und ich sage dann immer wieder, in den wesentlichen Aussagen, und was jetzt die Wörter anbelangt, wenn ich sage, das Wort bedeutet das, wirst du feststellen, wenn du jetzt irgendwo nachgrämst, dass du im Wörterbuch genau das findest, was ich dir sage, das drinsteht. Ist alles bestens eingerichtet. Lass mal es gut sein, Bruno. Danke, Vater. Ich wünsche dir was. Ciao. Ich habe eine Freude inzwischen. Danke.